Zentner lassen wir drin. Einmal ums Eck tanken. Tanken 53 Liter und ein bisschen. Und jetzt geht's weiter Richtung Süden. Jetzt wieder in dem Bereich, in dem der Lehm abgebaut wurde, links und rechts neben der Havel und dann hier über die Havel nach Berlin verschifft wurde in den Gründerjahren. Der Lehm wurde nicht verschifft, sondern die gebrannten Ziegel. Stimmt. Ja, was wollen die in Berlin mit Lehm? Eben. Und den Ziegeleipark in Mildenberg und nicht in Berlin. Wird man dem immer alles nochmal erklären muss, ne? Ja, und deshalb ist hier die Havel um ein kleines bisschen breiter, nachher sogar kanalisiert im, ich sage immer Störkanal, aber das stimmt nicht, im Malzerkanal. Was? Wo? Wann? Wir sind jetzt... Erst der Vosskanal und dann der Malzerkanal. Ja, das dauert aber noch auf der Havel. Noch auf der Havel. Das gehört alles zur Havel, doch der Vosskanal ist eigentlich Havel. Ja, gehört auch zur oberen Havel, aber vom Zedenick bis dem Abzweig Langer Trödel ist es Vosskanal und das sind genau 16 Kilometer. Die Original Havel läuft als kleines Bächlein daneben parallel. Dann gibt es den Malzerkanal weiter südlich, der in den Oder-Havel-Kanal mündet, so Havel-Oder-Dreieck auch genannt. Da fahren wir heute gar nicht hin, weil wir machen im Liebenwalde Schluss. Wir fahren in den Langen Trödel. Und wollen morgen den Langen Trödel machen. Da sind wir gespannt drauf. Das kennen wir nämlich noch gar nicht. Wofür? Für ins Wort fallen. Ach Micha, das kannst du doch so gut. Das entschuldigen kann ich auch, das übe ich auch. Das kommt ständig. Ja, für mein Dasein. Hier vorne erstmal an Backbord so ein paar Bootshallen, Werftgelände. Ob es da Liegeplätze gibt, weiß ich nicht, aber dahinter nachher an Backbord der Stadtanleger Zedenick. Wir wollen aber durch die Schleuse
halt die Marke hier durch. Oh, Entschuldigung. Aber da hinten steht Gleichzeit, ist ja interessant. Da ist ein Stoppschild und Parken verboten, also Liegen verboten. So warten, oder? Wir müssen nicht Kreise drehen. Nein, wir können auch so warten. So, Stelle stehen hat ein Ende, das ist auf der Stelle stehen. Warte mal, der Weiße denkt, er kommt auch noch mit. Wir fahren da jetzt mal ran und dann gucken wir mal. Bei 9 Meter Breite, da passen doch zwei nebeneinander. Naja, von den kleinen ja, aber nicht mit denen hier mit 4 Metern, mit über 4 Meter. Also sei denn, sie stellen sich nebeneinander rein. Egal wie, wir passen da nicht mehr mit rein. Nein, nein, wir nicht. Ob es zwischen Hubbrücke und Schleuse auch noch einen Festmacher gibt. Oder war das? Ja. Das war doch so, ne? Ja, da gibt es einen, aber für uns ist die Ampel ist nämlich rot. Glaub, ist das die Ausfahrt sein, dass das die Ausfahrt von der Schleuse ist. Wir machen hier fest, oder? Ja, wir passen auf keinen Fall mehr rein, deshalb können wir festmachen. Die Frage ist nur, wo? Wir machen jetzt erstmal hier fest und wenn die alle drin sind, machen wir halt weiter. Das sieht man dann mehr. Siehst du den Deckel? Achso, nicht den dicken, gut. Kann schon belegen, Heidi. So, 10:45 Anschlüsse zählen. Nick, hier ist zwar noch grün, aber die werden jetzt da vorne ziehen. Bitte? Die werden jetzt ziehen da vorne. Ja, der macht doch da. Ist das noch schon noch in der Schleuse steht? Glaube ja. Stadthafen Zeleneck. Mit Kaffee, sieht auch ganz nett aus, ist direkt an der Schleuse gelegen. Ein rotes Licht. Wir haben jetzt grün. Kannst reinmachen?
ist ein Ring direkt an dem Hebelding, ne? Ja. Der wäre, glaube ich, für dich. Ich glaube, dass du ansonsten weit vorne bist dann. Ich würde diesen komischen... Der Krumme. Den würde ich dann nehmen, oder? Ich nehme den Krumme. Okay. Ist gut, ja, den verwinkelten. Der jetzt hier kommt, muss aber näher ran, ich kann hier nicht raus. Ja, ja, kommt gleich. Also Stunden hat es gedauert. Dauert da jetzt ein bisschen, ne? Von Sedenik, Voskanal 1 bis. Ja, auf den Paddler lassen wir alle vorbei. Nee, nicht ein, so steht nicht. 15 Kilometer, 10 Kilometer sind es. Thank you.
Bitte? Ach so, wir auch nicht. Deshalb haben wir es vorbeigelassen. Alles gut. Wir haben es nicht so eilig wie die Beten, hat er auch gesagt, ja. So, Hinterschleuse Zedeneck sind wir jetzt im Fasskanal. Das heißt, das hier ist kanalisiert. Die eigentliche Havel läuft ja, parallel eher als Bach, nehme ich mal an. Hab sie noch nicht gesehen. Bitte was? Als Sehen. Als was? Sehen, Wasser. Ja, Sehen teilweise, aber hier auch laut Karte sehr als meandernder Bach. Da gibt es hin und wieder Seen. Und der Vosskanal ist jetzt leider nicht mehr ganz so schön wie die Havel vorher. Den fahren wir trotzdem durch bis Liebenwalde. Zwischendrin haben wir noch die Schleuse Bischofswerda. Bischofswerda? Bischofswerda, ja. Wir sind natürlich immer noch im Fosskanal. Quatsch. Fosskanal. Gut. Trau dich. Trau mich? Trau dich doch einfach mal. Trau doch mal deine Erinnerungen. Naja. Da wissen wir beide, wie dann so darum besteht, dass was Namen betrifft. Hier entlang des Fosskanals geht immer noch, letztes Jahr auch schon, der Radwanderweg Berlin-Kopenhagen. Havel-Radwanderweg oder so heißt der hier die Zeit. Kann man irgendwie die ganze Havel hochfahren. Oder wenn man andersrum kommt, natürlich auch runter. Denn der ist aber die Richtung Kopenhagen weg. Weil die Havel genau genommen nicht bis Kopenhagen geht und auch nicht daher kommt. Egal wie, man kann hier entlang radeln. Bischofswerda. Und wenn uns nicht eben alles getäuscht hat, sind auch die beiden, die es ganz eilig hatten und schon schnell vorausgefahren sind, liegen die nach da vorne. Kann also sein, dass wir mit den gleichen vier Schiffen gleich wieder schleusen. Alle freuen sich, dass die vorne, dass die Raserei nicht so viel gebracht hat. Na, was heißt Raserei? Die sind zwei schneller gefahren als wir. Das ist ja Schleuse Bischofswerda. In diesen Pollern hängt man irgendwie nie richtig oder gut. Für ein Sportboot erhofft man sich immer was anderes. Thank you.
aus sehen wir schon ja, das Hinweisschild abzweigen. Sind wir am Trödel. Und dort ist auch eine Marina. Können wir mal aufs Bild holen. Stadthafen am Finokanal, da wollen wir nämlich hin. Jetzt müssen wir mal schauen, wo es da reingeht. A und B, wo denn der Hafen ist. Da gibt es einen Bereich vor der ersten Hubbrücke und einen Bereich nach der Hubbrücke und wir wollen erstmal vor der Hubbrücke gucken. Kleinen Bogen um die Angler, aber die haben noch keine Angler. Wir liegen hier. Marina Liebenwalde ist genau hier bezeichnet, ab 8 Meter bis 8 Meter, was weiß ich. Aber wir haben einen schönen freien Platz für uns. Da oben sieht ein bisschen Wetter aus und ich glaube, mit Lupo sind wir verabredet. Das ist jedenfalls das einzige Stahlschiff mit Rot hier. Preise für Gastliga, das gucken wir uns gleich aus der Nähe an. Und da wollen wir morgen früh durch. Übermorgen. Übermorgen wollen wir da durch. Morgen gibt es einen Hafentag.